Hallo, hier ist Muho. Noch einmal zu einer Frage. Da bezieht sich jemand auf ein Video von einem, ich weiß es nicht, ob es ein Amerikaner ist oder ein Angelsachse. Neil Donald Walsh heißt er. Ich würde ihn als einen Motivationstrainer beschreiben. Ne? Von dem gibt es viele Videos auf YouTube. Wahrscheinlich hat er auch einige Bücher geschrieben. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, es geht ihm darum, wie wir ein erfolgreiches Leben leben können. Und er will uns dabei helfen. Und in dem Video, auf das sich der Fragesteller bezieht, das ist ein Vortrag in der Schweiz. Und da sagt er eigentlich, sind alle Spiele im Leben schon gespielt. Ne? Alle Möglichkeiten sind schon mal ausgespielt worden. Und wir glauben nur in jedem Moment, dass wir diejenigen sind, die da nach reiflicher Überlegung einen ganz neuen Schachzug machen. Ne? Aber der Schachcomputer kennt die Züge alle schon. Ne? Der Schachcomputer kennt das eigentlich schon alle. Das heißt, das klingt so ein bisschen wie ein Vedanta Advaita-Lehrer, der sagt, der Film ist schon im Kasten. Du glaubst, du bist der Schauspieler in einem Film. Und du könntest noch sozusagen das Drehbuch ändern. Aber das Drehbuch ist längst geschrieben und auch der Film ist schon im Kasten. Du bist der Zuschauer und du kannst nichts tun, als dir den Film schweigend anzugucken. Ne? Und interessanterweise, ich habe mich da ein bisschen umgeguckt, was behauptet der Typ sonst noch? Ne? Persönlich, sein Stil ist absolut nicht mein Stil. Ne? Also ich hatte jetzt nicht Lust, da so ein ganz stündiges Interview mit dem Typen mir anzugucken. Ne? Das gibt's schon, dann würde ich vielleicht auch besser verstehen, den ganzen Hintergrund davon. Ne? Aber ich habe mir noch ein kurzes Video angeguckt und den Link findet ihr jetzt auch da drunter. Und da sagt er, interessanterweise, jeden Morgen, wenn du aufwachst, ist dein Leben so wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ne? Du hast jederzeit die Möglichkeit, sozusagen den Reset-Button zu drücken, das Spiel von neuem, ganz von neuem zu starten. Du musst nicht dein Leben heute als eine Fortsetzung von gestern leben. Du bist der Maler, der jeden Tag von neuem auf einem leeren Blatt Papier malen kann. Die Leinwand ist vollkommen leer und es liegt an dir, was du da malst. Und da frage ich mich natürlich, und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, wie passt das zusammen mit der Behauptung, jeder Zug im Leben ist schon gemacht, ne? Wie bringt man das zusammen? Vielleicht will der Typ, der Walsh, in beiden Fällen sagen, sei nicht so gedankenschwer, grübel nicht so viel rum, überlass dich einfach dem Leben. Leb jeden Tag so, als wär's der Erste und der Letzte. Ne? Und das sind ja alles nette Sprüche, ne? Sprüche, die wir alle immer wieder gerne wiederholen. Aber ich frage mich dann ja, und letztlich, was willst du genau damit sagen, ne? Und ist da ein Widerspruch? Für mich klingt das wie ein Widerspruch. Das, was du im ersten Video in der Schweiz sahst und das, was du im zweiten Video sahst, wobei die Reihenfolge vielleicht umgekehrt ist. Ne? Vielleicht hat sich ja auch die Philosophie des Herrn im Laufe seines Lebens geändert. Ne? Hast du deine Meinung geändert oder ist das ein Widerspruch? Bist du dir dessen bewusst? Und wenn ja, ist der notwendigerweise da. Ne? Also zum Beispiel, wenn es um freien Willen geht. Ich persönlich habe das Gefühl, dass natürlich der Thorsten Hesan Schäffer und die ganzen anderen Leute, die sagen, es kann gar keinen freien Willen geben, natürlich haben die recht. Wo sollte denn der herkommen? Und gleichzeitig haben sie Unrecht, denn zumindest ich habe das Gefühl, es ist unmöglich, mein Leben auch wirklich, wenn ich jetzt in der ersten Person über mein Leben nachdenke, so zu leben.
Nur wenn ich über mein Leben in der dritten Person nachdenke, sozusagen aus der Perspektive Gottes oder aus der Perspektive des Schachcomputers, kann ich sagen, alles, was der Mucho jetzt hier so schwurbelt vor der Kamera und alles, was er morgen und übermorgen tun wird, im Grunde, es steht schon fest. Es steht schon auf der CD rum, ne? Aber lebe ich mein Leben tatsächlich so? Und würde ich das auch meinen Kindern so sagen? Nee, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, beziehungsweise meine Kinder erziehe, dann tue ich das eher so wie in dem zweiten Video und sage, dieser Tag heute ist wie eine leere Leinwand und es liegt an dir jetzt in diesem Moment da ganz von neuem ein Bild zu malen, das noch keiner kennt, das noch keiner gesehen hat. So viel, ne? Und nochmal die Bitte an euch, also wenn es Videos gibt, die ihr zwar interessant findet, aber vielleicht nicht ganz versteht, fragt euch selber, was könnte das bedeuten, ne? Oder wenn ihr es genauer wissen wollt, dann fragt den Macher dieses Videos oder fragt den Autor eines Buches. Ihr braucht nicht mich zu fragen nach der Bedeutung von Büchern, die ihr nicht versteht. Vermutlich verstehe ich die Bücher genauso wenig und ich habe auch unter Umständen gar nicht die Zeit, mir diese Bücher oder die Videos alle anzugucken, die ihr interessant findet, ne? Trotzdem danke für die Frage, danke fürs Zugucken und wir haben heute noch Zeit für eine zweite Frage. Da sagt jemand, danke für das Video. Ich habe jetzt vergessen, um welches Video es geht, aber ich glaube, da ging es so um Satori-Erfahrungen, ne? Und da fragte mich jemand, ich hatte diese Erfahrung, war das Satori? Und ich habe geantwortet, vielleicht, könnte sein, ne? Könnte sein, aber was auch immer, das Leben geht weiter, ne? Anstatt dich jetzt mit dieser Erfahrung ständig zu beschäftigen, ne, und zu gucken, ja, und wenn es jetzt eine Satori-Erfahrung war, welche Stufe auf der Leiter könnte das jetzt gewesen sein, ne? Beziehungsweise manche Leute machen ja auch Unterschiede zwischen Kensho und Satori. Was war es jetzt, ne? Und irgendjemand in der Kommentarspalte schrieb auch, nee, das war kein Kensho, das war Samadhi. Was auch immer, ne? Meine Meinung ist, das Leben geht weiter. Wie lebst du heute in diesem Moment, ne? Das ist doch die Frage, um die es geht. Und da sprach ich darüber, dass man solche Satori-Erfahrungen nicht mit sich herumtragen sollte wie eine Tätowierung, ne? Und dann rumzeigen, hier, guck mal. Und es gibt ja auch Leute, die sich da manchmal chinesische Schriftzeichen rein tätowieren lassen, die sie selber nicht lesen können. Und dann wird man gefragt, ja, kannst du mir erklären, was das bedeutet? Und manchmal erlaubt sich auch so ein asiatischer Tätowierkünstler einen kleinen Spaß. Und wenn man die Bedeutung dann weiß, fragt man sich, soll ich dem wirklich verraten, was er sich da hat in den Arm oder in den Rücken tätowieren lassen, denn das ist gar nicht so schmeichelhaft unter Umständen. Der glaubte, der hätte sich da den furchterregenden Drachen rein tätowieren lassen, aber in Wirklichkeit steht da der gekrümmte Regenwurm, ne? Sowas gibt es ja auch. Und dann verrät man das dem am besten gar nicht, ne? Wie dem auch sei, also wahrscheinlich war es eine Reaktion auf diesen Spruch von mir, dass er geschrieben hat, danke für das Video, da kommt mir doch die Frage auf, kann ich als Tätowierter überhaupt Zen-Buddhist sein? Kann man als Tätowierter ein Zen-Buddhist sein? Und da ist natürlich erstmal die Frage, und was ist überhaupt ein Zen-Buddhist? Wie wird man Zen-Buddhist? Wie definiert man einen Zen-Buddhisten? Ne? Ich weiß es nicht, ich habe schon darüber gesprochen. Ganz am Anfang der Serie, was ist ein Buddhist, wie wird man Buddhist, ne? Und meine Antwort, wie so oft, war, ich weiß es nicht, ne? Insofern, ich weiß auch nicht, ob du als Tätowierter ein Zen-Buddhist sein kannst. Es hängt wohl davon ab, was du unter einem Zen-Buddhisten verstehst. Und wenn du da einen Widerspruch erkennst, dann kannst du wahrscheinlich als Tätowierter nicht Zen-Buddhist sein. Ich sehe da keinen Widerspruch.
Interessanter wäre wahrscheinlich die Frage, kann man in Japan oder in anderen buddhistischen Ländern als Zen-Mönch ordinieren, wenn man ordiniert ist? Und die Antwort ist ja, das kann man. Und du wirst auch einen Link zu einem Video finden, wo du zum Beispiel einen Mönch in Antaiji siehst, der ebenfalls tätowiert ist. Also das ist möglich. Es gibt keine Regel, die besagt, dass man als Tätowierter nicht Mönch werden kann. Aber das ist richtig, dass man in Japan und vielleicht auch in anderen Ländern Asiens als Tätowierter ein bisschen komisch angeguckt wird. In Japan war so traditionell die, wie soll man sagen, Schattengesellschaft, die Yakuza, die sich tätowieren lassen. Und keiner, der mit denen in Verbindung gebracht werden will, ließ sich tätowieren. Und das hat auch damit zu tun, dass man selbst heute noch in die öffentlichen Bäder oder auch in eine Sauna oder selbst in ein, Gym, so ein Sportstudio, Trainingsstudio, Fitness, Bodybuilding-Studio, kommst du nicht rein mit Tätowierung. Oder es gab mal vor einigen Wochen oder so einen Boxkampf, der in Japan ausgetragen wurde. Einer der beiden Boxer, ein Japaner, war tätowiert, der musste sich die Tätowierung so weiß überstreichen. Also es ist tatsächlich so, dass man mit Tätowierung komisch angeguckt wird. Du darfst trotzdem ordinieren, aber es kann dann sein, wenn du zum Beispiel einen Tempel übernehmen willst, dass sich die Gemeinde komisch anguckt. Oder wenn du in Eheji bist und da ist eine große Zeremonie, ich könnte mir vorstellen, dass die dann sagen, ja, stell dich mal ganz hinten in die letzte Reihe, damit du nicht so auffällst. Das